In Grünstädtel trafen beide Spurweiten aufeinander. Somit war dieser Bahnhof ein sogenannter Spurwechselbahnhof. Die Steinkohle, die wurde höchstwahrscheinlich von Zwickau hierher gebracht und das war auch eine sehr gute Ware. Wir mussten aber auch viel mit Brikett und auch nur Braunkohlendreck fahren. Also das war manchmal sehr schwierig, hier Dampf zusammenzubringen. Die Strecke Grünstädtel, Oberes Grün, war sehr kurvenreich. Es gab ganz selten, dass auf einem Kilometer etwa gerade Strecke war. Wenn eben die Straße Kurve macht, musste die Eisenbahn mitmachen. Das Güteraufkommen betrug beispielsweise im Jahre 1964 ca. 43.500 Tonnen im Empfang und ca. 6.500 Tonnen im Versand. Große Versandposten haben wir ja von hier aus bewältigt, waggonweise. Es war immer schwierig, die Züge pünktlich zu fahren. Die Loks hatten zwar Schneeflüge, aber die reichten nicht aus, um die Strecke frei zu machen. Das waren damals 3 Tage, wo kein Eisenbahnverkehr mehr war. Nach 1965 wurden die Signale für die Schmalspurbahnlinie allmählich auf Rot gestellt. In Schwarzenberg wurde 1967-68 auf dem Bahnhofsvorplatz ein neuer Busbahnhof gebaut. Im Pöhlwassertal war nun das vertraute Pfeifen und Läuten der Bahn nicht mehr zu hören.